Herzlich willkommen bei Lubera und bei unseren Gartenvideos. Mein Name ist Markus Kobel und unser Thema heute sind die Schlaraffia-Himbeeren. Ich bin hier an der internationalen Pflanzenmesse in Essen, Ende Januar. Und da werden immer Ende Januar, ich bin ja im englischen Sprachmodus, und da werden immer die Neuheiten in der Pflanzenwelt vorgestellt, zwar international. Es ist eine Leitmesse, hier gibt es Tausende von Ständen, Hunderte von Ständen, die ihre Pflanzenneuheiten vorstellen, wir auch. Und Sie können daran teilhaben. Also neu sind die Schlaraffia-Himbeeren. Was ist das? Wir haben einerseits die Lowberry-Himbeeren. Die werden bis 80, 90, vielleicht auch mal 100 cm groß, kann auch mal 110 sein. Sind sehr kompakt, sind für den Kleinstgarten, für den Kindergarten, für den Kübelgarten geeignet. Und wir haben die konventionellen Himbeeren, Sommerhimbeeren, Herbsthimbeeren, die halt dann schon 1,80, 2,20 m hoch werden. Und hier haben wir eine Himbeerfamilie gezüchtet, die perfekt diese Höhe hat, direkt zum Ernten, 1,10 bis 1,50. So, dass ich also durch meine Reihen gehen kann oder vor allem durch meinen Garten gehen kann und hier und da und dort Früchte pflücken kann. Die richtigen Himbeeren für den informellen Gartengebrauch, wo ich hier mal eine Pflanze pflanze, ins gemischte Staudenbeet eine Pflanze pflanze und die dann ganz ohne Aufwand, wie im Schlaraffenland, wie im Paradies, sozusagen direkt in ihren Mund wachsen. Ausgelesen haben wir sehr robuste Sorten, dornlose Sorten, herbsttragende Sorten, die einfach dann im Februar, März auf 5 bis 15 cm zurückgeschnitten werden können und reichlich, aber auch früh Früchte tragen. Die eine Sorte ist Schlaraffia Plentiful. Schlaraffia Plentiful hat den Punkt, dass sie einfach einen gigantischen Ertrag haben. Ich habe nie eine Himbeere gesehen, die sozusagen pro Kubikmeter Pflanzenvolumen so viele Früchte trägt. Mitte Juli bis Mitte August sieht man fast nur Früchte auf der Pflanze, fast keine Blätter, grüne und rote Früchte. Sie ist früh reifen, Mitte Juli, und die Reifezeit geht bis Mitte September. Die Pflanze verzweigt sehr stark, hat einen runden Habitus. Man sollte sie vielleicht mit einem Pfahl stabilisieren, mehr braucht sie nicht. So eine Pflanze pflanzt man vielleicht weniger am Gerüst, sondern einfach hier eine Pflanze, dort eine Pflanze mit einem kleinen 1 Meter Pfahl stabilisieren. Die Schwester Schlaraffia Naschmich hat einen ganz aufrechten, unverzweigten Wuchs. Die Triebe wachsen aus dem Boden ganz aufrecht und auf dieser Höhe machen sie dann die Blütenstände und haben eine konzentrierte Ernte zwischen zweiter Woche Juli bis zweiter Woche August, also ungefähr einem Monat. Hier kann man sehr große Früchte sehr konzentriert ernten, sodass sie dann zu Marmelade anderen verarbeitet werden können. Das ist Naschmich. Beide Sorten sind 100% dornenlos, also perfekt für den informellen Garten geeignet. Beide Sorten eignen sich auch für den Kübelanbau. Da werden sie natürlich eben auch 1 Meter, 1,50 Meter hoch, also deutlich höher als die Lowberries. Aber das geht im Topf eben immer noch gut. Und hier können wirklich Mengen von Früchten, eben wie im Schlaraffenland, direkt in den Mund genossen oder eben geerntet werden. Beide Sorten sind ab sofort hier im 1,3 Liter Topf als starke Pflanzen. Man sieht hier auch die Dornenlosigkeit verfügbar. Das heißt, ab sofort können diese Pflanzen im Lubera Pflanzenshop auch gekauft werden. Probieren Sie es aus und vor allem vergessen Sie nicht, in diesem Frühjahr weiter zu gärtnern. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.